Dann begrüße ich euch recht herzlich zur Pressekonferenz nach dem Spiel 60 München gegen Arminia Bielefeld. Endstand 0:2. Mitch Kniert und Adi Janikis. Darf ich mit mir begrüßen. Die Pressekonferenz heute beginnen wir natürlich mit Glückwünschen nach Münster, die den Aufstieg in die zweite Liga gepackt haben. Und dann hat unser Gast die ersten Worte zum Spiel. Hey, hallo zusammen. Meine Glückwünsche auch von Münster. Souverän aufgestiegen, deswegen Glückwunsch von meiner Seite. Wenn ich über das Spiel rede, dann glaube ich, kommen wir ganz gut ins Spiel rein. Haben, glaube ich, nach ein, zwei Minuten eine gute Chance. Glaube ich, der Körper ist nicht 100% perfekt war. Dann haben wir ja auch relativ früh das erste Tor gemacht, wo Talib Mamoulou in der Superposition war. Muss ich auch sagen, der Junge entwickelt sich immer wieder besser. Und ich hoffe halt, dass er bei uns bleibt. Ich glaube, der kann sich noch super entwickeln. Das wäre für uns und dann für ihn die beste Lösung. Deswegen schauen wir, was da in den nächsten Wochen so passiert. Ansonsten war es, glaube ich, wenn man das ganze Spiel sieht, schon verdienter Sieg. Wo wir, glaube ich, eins nochmal ein bisschen gezittert haben, hatten aber auch noch gute Torchancen gehabt. Und dann war es ein 2-0. Ich glaube, haben wir uns heute gemerkt, dass der Druck auf jeden Fall abgefallen war und wir zum ersten Mal in der Saison ohne Druck aufspielen konnten. Und das hat unser Spiel natürlich auch gut. Haben 2 Tore gemacht, haben zu 0 gespielt. Das heißt, ein gelungener Nachmittag. Ich wünsche euch für die nächste Saison alles, alles Gute. Und ich muss sagen, hier in München macht es wirklich immer Spaß zu spielen. Die Stimmung, das Stadion, die Fans. Also ist auf jeden Fall fast genauso gut wie bei uns. Deswegen für euch alles, alles Gute. Wir sehen uns dann im nächsten Jahr. Dankeschön. Agi, wie war das Spiel für dich heute? Ja, hallo zusammen. Auch von meiner Seite Glückwünsche an Münster zum Aufstieg und auch beim Bielefeld zum Sieg heute. Wir kamen ziemlich zögerlich ins Spiel rein, haben ziemlich schnell auch das Gegentor bekommen mit der schlechten Flügelverteidigung, aber auch mit dem zweiten Pfosten. Dann den Gegner zum Augen verloren, haben dann sicherlich gebraucht, um uns anzupassen, um Bielefeld dann auch gegen den Ball Zugriff oder gegen den Ball Zugriff zu haben. Haben keine gute erste Halbzeit gespielt, haben dennoch die Chance, glaube ich, gut die Tor zu erzielen. In der zweiten Halbzeit wollten wir natürlich mehr probieren, mehr Risiko gehen, kriegen dann im Sonderschuss 0:2. Haben dann sehr, sehr viele Angriffe ins Dritte gehabt, wo wir die letzte finale Aktion nicht gut zu Ende gespielt haben. Dennoch hatten wir auch 2, 3 Chancen, um ein Tor zu erzielen. Aber in Summe hat die Energie heute gefehlt, die es gebraucht hätte, um dann so einen Rückstand zu drehen gegen spielstarke Bielefelder heute. Insofern gehen wir es von hier auf Platz. Danke. Dankeschön.